Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Garden Paws. Ja, wir haben viel, viel vor heute. Wir werden wahrscheinlich nicht alles in einer Folge schaffen, muss ich dazu sagen. Schon wieder gibt es hier eine Nachricht für mich. Und zwar, wir sollen ja eine Schmiede besorgen. Da müssen wir nochmal gucken, aber ich glaube, die war über 3000. Ach nee, stimmt gar nicht. Die haben wir in der letzten Folge gemacht. Wir müssen gucken, wie die Schmiede aussieht. Das war's, genau. Dann sollen wir den Captain ja noch finden, so wie ich das verstanden habe. Da müssen wir mal gucken, was wir da eventuell machen können. Dann gab es ja noch diese Geschäftsidee mit den Blumen. Da müssen wir mit Charlie sprechen. Den müssen wir noch suchen gehen. Ich glaube, das war der da hinten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und die Häuser bauen, da müssen wir uns noch drum kümmern. Den Piraten in der Höhle sollten wir noch besorgen. Jetzt hat Thorn auch nochmal was geschrieben über die Blumen. Hallo Nachbar, schreibt er. Flowers seem to be showing up everywhere. Ja, die Blumen gibt es halt überall. Ist nun mal leider so, das sind ja auch die, die man am einfachsten hier pflücken kann. With each improvement you do around the islands, there are more new wildflowers popping up. Achso, das wusste ich nicht. Also mit alles, was man verbessert auf der Insel, das beeinflusst quasi die Blumen. Also welche hier erscheinen. Hallo. Das heißt, dadurch, dass wir eine Verbesserung gemacht haben, kann man quasi sagen, oh, die müssen wir auch noch, das darf ich nicht vergessen, die müssen wir auch noch füttern hier. Habe ich dabei. Dass dann die Blumen verbessert werden. Also zum Beispiel jetzt in unserem Fall haben wir jetzt die roten. Ich bin gerade im Überlegen, müssen wir da irgendwas gießen? Nee, ich glaube, gießen müssen wir nicht. Das war nur die Sache mit den Füttern. Was ist das denn hier? Hä? Seht ihr das auch? Das ist doch eine Luftblase oder so. Die steigt hier einfach so hoch. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ob das vielleicht jetzt irgendwas Besonderes war, dass wir das was mit hätten machen können oder so? Ich weiß es nicht. Da hinten ist irgendwie alles noch abgeschlossen. Mich würde wirklich mal interessieren, was dahinter ist. Ach, ja, ich weiß, was wir auf jeden Fall noch machen müssen. Wir müssen die Dings noch finden. Die Bäume noch. Ui. Die Truhe finden, wollte ich eigentlich sagen. Die Bäume, die das ist. Nee, das ist ein normaler Stein. Ach so, schade. Die Bäume müssen wir noch dran wackeln. Die Bäume müssen wir noch dran wackeln. Das ist ein tolles Deutsch, ne? Ich weiß. Ach komm, dann laufe ich da halt richtig. Oder kann ich? Nee, hier war abgeschlossen, ne? Nein, ich klaue dir nichts. Ich wollte mir nur mal die Tiere angucken. So, nehmen wir mal die Eier mit. Die Pups nehmen wir mit. Also auf gut Deutsch oder auf schlecht Deutsch, die Scheißhaufen. Die Exkremente, die Häufchen nehmen wir mit. So, mit dir wollte ich aber eigentlich gar nicht sprechen. Ich wollte mit dem einen sprechen, der ist gar nicht hier, merke ich jetzt gerade. Aber da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Das ist der Hühnerfarmer. Zack, da können wir direkt auch was klauen. Oh, das ist, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich jetzt einen goldenen Haufen mitnehmen, aber es war schon wieder ein Küken. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass das goldene Haufen sind. Ach nee, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht mal raus oder was? Hi. Howdy, neighbor. Hallo, Nachbar. Hoffe, also hope you gotten settled in all right. Also, ich hoffe, du bist hier, ja gut, wie nennt man das? Du hast dich hier gut eingelebt, so. I heard you might have some time on your hands. Das ist ein toller Ausdruck. Ich habe etwas Zeit auf meinen Händen. Wortwörtlich übersetzt. Also, er hofft, dass ich etwas Zeit für ihn habe. If you have the time to craft me a small chest. Ah, I can pay you well for it. Ja, was heißt well? 165, glaube ich, kriege ich auch bei mir im Shop. Aber ist kein Thema. Wir machen ihm eine kleine Truhe. I'm not sure why, but I haven't seen any eggs. Ich weiß auch nicht, warum du keine Eier bei dir findest. Vielleicht sind Eierdiebe unterwegs. But I've still got some coin I can pay you with. Ja, ja, mit Eier möchte ich auch nicht bezahlt werden. Ich möchte ganz normal bezahlt werden mit Geld. Das ist hoffentlich klar.
You can craft the chest in your craft menu. Ja, das weiß ich ja alles. Once you have the small chest, bla bla bla. Also sollte ich wieder nach hier kommen, wenn ich die gemacht habe. Wobei ich jetzt, glaube ich, nicht. Nee, ich habe nicht so viel Holz dabei. Wir können jetzt mal kurz farmen gehen. Vielleicht können wir das direkt auch bei ihm wieder abgeben. Also machen und abgeben. Damit wir dann jetzt hier nicht so groß in der Gegend rumlaufen müssen. Eigentlich wollte ich ja mal gucken, was mit der Schmiede ist. Und bald kann ich den Shop schon wieder öffnen. Eieiei. Ach, da steht's auch. A new chest. Collect one small chest. Also eine kleine Truhe. Ich würde hier gerne mal große Truhen herstellen. Ich hoffe inständig, dass sich das bessert, wenn ich hier den... Ach, wie heißt denn der jetzt auf Deutsch? Also die Schmiede hingestellt habe. Hier sind auch noch viele kleine, die wir so aufsammeln. Wie, not enough space. Hallo? Ach, dann kann ich das auch gar nicht herstellen jetzt. Och, nee, ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, da müssen wir das jetzt leider auf etwas später verschieben. Ich glaube, dahinter war jetzt nichts. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir klauen hier nochmal schnell die Bären, weil wir wissen ja, dass wir da richtig teure Sachen mitmachen können. Oh, oh. Das kann ich dann jetzt auch nicht nehmen, oder? Doch, die kann ich noch nehmen. Okay. Moment, das sind auch nochmal Bären. Das sind Bären. Blaubeeren. Der hat auch noch ein Ausrufezeichen. Wollen wir mal gucken, was der von uns möchte. Guck mich nicht so böse an. I'm almost ready to get work. There are a couple of things I need first. Also er würde gerne arbeiten, aber ihm fehlt noch was. Can you bring me 15 Woods? Ja gut, die habe ich jetzt gerade dabei. And 20 Stones. Habe ich 20 Steine? Ne, die habe ich, glaube ich, weggelegt. Ne? So I can start with processing Geodes. Ich weiß nicht genau, was Geodes sind, aber... nee, weggelegt habe ich sie nicht, aber ich habe 2 Steine. Naja, vielleicht können wir hier noch welche farmen. Hier jetzt wahrscheinlich nicht. Aber mit ganz viel Glück vielleicht irgendwo, wenn wir jetzt da rumlaufen. Ah, das ist doch alles scheiße. In einer Stunde wollte ich den Shop eröffnen. Und da wollte ich eben gerade die Sachen wie Truhen und so weiter verkaufen. Aber ich schätze, wir kommen heute überhaupt nicht mehr dazu, irgendetwas mit dem Shop zu machen. Weil wir einfach keine Zeit dafür haben werden, befürchte ich. Das ist doch... Ja, das sind Steine. Wie viele Steine wollt ihr jetzt haben? 20, okay. 4. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? 13? Oh, da ist noch eine Chest. Mist. Ah, doch, die können wir noch einsammeln. Kann ich das mitmachen? Nee, ne? Schade. Hätte ja klappen können. Okay, Halt, stopp, da kann ich erstmal noch was machen. Ja gut, wir sind jetzt eh hier. Jetzt können wir den Rest... Hallöchen, was machst du denn hier mitten auf meiner Farm? Das kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Kann ich hiervon noch ein paar wegtun? Die sind da drin. Das... Nein, das sind andere, glaube ich. Naja, genau, das sind andere. Okay, dann... warum laufe ich auf einmal so schnell? Dann nehmen wir jetzt hier die Steine mal mit raus. Achso, die müssen wir nach hinten tun. Die tun wir alle da rein. Nein! Na, oh, ich hab's gewusst. Ich will den nicht... Hallo! Ich hab den doch gerade gewechselt. Ich bin ja auch die ganze Zeit Sand am Scheffeln und habe keine Ahnung, wofür ich den eigentlich immer hole. Ja, Damit ich ein bisschen mehr Platz habe, würde ich sagen, tun wir die Sachen jetzt erstmal eben da rein. Hallo? Du sollst hier rausgehen? Danke. So, dann das können wir noch wegtun. Und bevor ich jetzt aber wieder zu dem zurücklaufe, werde ich nochmal ganz schnell hier hinten gucken. Was war denn das? Das war Holz. Wie war das denn bitte versteckt gerade?
Ach, hier hinten waren so viele, wo wir eigentlich Steine herkriegen können. Naja, gut, okay. Ich bin jetzt nur noch mal hier wegen den Bäumen, weil ich will eigentlich schon noch was verkaufen. Das Problem ist halt nur, wachsen die nicht direkt wieder nach? Das ist ein normaler Baum, oder? Muss ich den kaputt machen? Nö, okay. Ich denke mal wirklich, dass es irgendwo da drunter und dass wir da noch nicht wirklich rankommen. So, mal gucken. Was haben wir hier jetzt noch? Dankeschön. Weg da, meins. Und auch meine seltene Blume. Sehr schön. Aber ich finde diese blöden Bäume nicht mehr mit den Zitronen, also den Limonen, Limetten, was auch immer, dieses Zeug dran. Habe ich hier noch einen Platz für? Ja, habe ich noch. Ach, da hinten ist einer. Hui! So, da müssten hier eigentlich auch noch welche sein, aber hier sind irgendwie... Oder die sind... Das sind doch die gleichen Bäume. Naja, das kann natürlich sein, dass die nicht jeden Tag gleich kommen, sondern dass immer andere dann die Früchte tragen. Das vermute ich jetzt mal eher. Naja, gut. Wir haben jetzt einen. Damit kommen wir allerdings nicht weit. Da hinten... Ach so, da komme ich jetzt wieder zurück. Ja, da war übrigens die Höhle mit dem... Piraten, da können wir nochmal schnell hin. Hey ho, Piraten. Trinkt aus, Piraten, joho. Hi. You want to enter the dragon, huh? Well, you are the first in a long time. Even Charlie doesn't want to go inside. Also er fragt mich, ob ich wirklich in diesen Dungeon will, in diesen... Ich kann es nicht übersetzen, ich sage immer Dungeon dazu, in dieses Verlies. Dass ich der Erste bin, der seit langer Zeit sagt, dass er da rein möchte. Und selbst Charlie hat gesagt, dass er nicht da rein möchte. Alright, Lad. Was auch immer Lad heißt. You're going to have to prove your... You're ready. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr lesen heute. Also, er will erstmal überprüfen, ob ich überhaupt ready dafür bin. Here's a basic wand. Get familiar with it. Was hat er mir jetzt gegeben? Er hat mir irgendwas gegeben und dass ich mich damit aus... Also, lernen soll, damit auszukennen. It's not strong enough to damage anything, but bubbles and hopefully the creatures... Also, die Kreaturen... in the dungeon. Also, es macht nicht viel Schaden, aber hoffentlich macht es etwas Schaden auf die Kreaturen, die da im Verlies rumlaufen. Hier ist the blueprint. Okay, for the wand, if you break this one, you can craft it in your crafting menu. Also kann ich jetzt... Okay, es ist ein Stock, glaube ich. Also, wand heißt wohl so viel wie Stock oder so. Den kann ich mir aber immerhin dann nochmal craften. So. Oh. Hab ich den jetzt weggeworfen? Hä? Ach, das ist ein Zauberstab. Ach, cool. Das ist hier geil. I can't let you in the dungeon yet. It's not safe. Also kann mich noch nicht reinlassen, weil es noch nicht sicher ist. Ich meine, klar, es ist nicht sicher. Da sind wohl Gegner drin. You should first get... Acquaint with your wand. Also mit meinem Zauberstab muss ich erstmal ein bisschen üben. I can set up some trading dummies for you. Ah, das ist gut. Er möchte ein paar Trainingsdummies hier aufstellen. Also ein paar Trainingspuppen. Wenn ich ihm etwas Material gebe, was möchte er denn haben? Er braucht 5 Wooden Boards. Was sind denn Wooden Boards? Das sind wahrscheinlich die, die hergestellt wurden, ne? Wooden Board, genau die hier. 5 Stück braucht er davon. So, aber nicht gerade wenig hier. Na gut, gehen wir das mal direkt ab. Alright, that's all I need. Das ist alles, was er braucht. I'll set up the dummies downstairs. Try shooting them. Also er wird sie unten anbringen und ich muss dann versuchen, auf sie drauf zu schießen. That's a blueprint for training dummies. Ah, cool. If you want to build your own training ground. Also ich kann mir zu Hause selber eins aufbauen.
also einen Dummy aufbauen, hier eine Trainingspuppe, weil er hat mir gerade dafür den Blueprint gegeben. Ja, was heißt Blueprint auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Blaupause, so. Also die Vorlage, um das zu bauen. It's getting late out there. Well, chat more tomorrow. Okay, ja, so spät ist es noch nicht wirklich, aber okay, er möchte mich dann erst morgen wieder treffen. Ah, cool, yeah. Ups. Baller, baller dich weg. Muss man das jetzt den ganzen Tag machen, oder? Ich glaube, das sollte nur eine Zielübung sein. Okay, dann haben wir zumindest schon mal mit den Piraten gesprochen. Das ist ja schon mal cool. Dann haben wir da, also nicht, dass wir mit denen gesprochen haben, aber dass wir jetzt da auch neue Blaupausen haben und hier so ein, haha, wir uns verteidigen können. Deliver to Beltrane. Okay, ich soll dem Schmied irgendwas bringen. Ich muss aber noch die kleine Truhe machen. Moment, jetzt habe ich dafür natürlich wieder zu wenig. Jetzt haben wir auch fast keine Ausdauer mehr. Das ist jetzt nur, weil wir jetzt da den großen Auftrag gemacht haben. Toll. Oh, hallo, dich nehme ich mit. Ja, ich weiß schon, dass ich fast keine Energie mehr habe. Okay. Es wird aber wahrscheinlich nicht reichen, ne? Obwohl, ne? Aber ich habe keinen Platz mehr. Haha. Kann er das in einem machen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Was brauche ich denn da jetzt für? Nee. Also der muss dann erstmal einen frei haben, wo ich das drauf machen kann. Was mich jetzt ein bisschen wurmt. Mir fehlt auch jetzt ein so ein blaues Zeug hier. Ein so ein blaues Zeug. Das ist natürlich jetzt eine super Beschreibung. Da tun wir jetzt noch was rein. Da tun wir noch was rein. Ich würde aber mal eben sagen, damit wir jetzt nicht ganz ohne alles hier auskommen heute, dass wir echt den Shop noch mal eben schnell. Aber der ist, glaube ich. Ja, der macht jetzt gleich eh zu. Eigentlich war das jetzt Blödsinn. Kommt jetzt auch keiner mehr. Ja, wir haben zu lang gewartet, das gebe ich zu. So. Die Steine. Moment, der eine brauchte doch noch die Steine. Da müssen wir dann auch noch hingehen. Federn und so weiter tun wir weg. Die Daisies tun wir auch erstmal weg. Ach, jetzt kommen sie doch an. Na toll. Jetzt, wo wir nur noch eine halbe Stunde haben. Ich wollte gerade den Shop wieder schließen. Ah, okay, perfekt. Dann haben wir wenigstens schon mal die eine Chest hier. Ach, ich bin ja auch so blöd. Anstatt die zu verkaufen, hätte ich die dem Typen ja auch mitbringen können. Ich bin ja so doof. Okay, naja, gut. Ich habe nicht genug Energie. Wofür? Zum Verkaufen oder was? Was soll das denn? Ja, schließt in einer halben Stunde. Ich weiß, ich weiß. Wir haben heute irgendwie so gar nichts wirklich auf die Reihe bekommen. Aber ich hoffe, die stehen auch abends noch da, dass sie da nicht schlafen gegangen sind oder so. Ach Leute, nehmt euch doch was und kauft das. Einmal Limonadenglas bitte noch. Die Chest könnt ihr von mir stehen lassen. Da möchte der eine ja viel für bezahlen. Na ja, gut, okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es das jetzt so ähnlich ausgehen wird. Aber ich möchte es ehrlich gesagt trotzdem selber herstellen. Falls ich das hinkriegen sollte. Also. Vier brauche ich. Zwei. Und zwei. Okay, perfekt. Dann kann ich die nämlich. Also 165 würde ich normalerweise bekommen. Dann schauen wir nämlich mal, was wir dann von ihm bekommen. Das war ja gar nicht. Ach, das war der mit den Blumen. Ach, dann muss ich hier. Ah, aber zu dem müssen wir gar nicht gehen. Hi, Sammy. Tschüss, Sammy. Oh. Ich will nicht ersaufen, bitte. Lass mich raus. Oh, mein Gott. Ich habe da keine Energie für. Ich denke, dafür brauche ich keine Energie. So, musste ich jetzt mit ihm sprechen? Nee, mit ihm nicht, mit dem da hinten, ne? Genau. Es war jetzt irgendwie blöd, dass ich jetzt so rumgelaufen bin. So, ich kann also quasi alles ausliefern, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hi.
So, er bedankt sich dafür. Hier ist mein Payment. Moment, 24,15 haben wir jetzt. Was habe ich gesagt? 65? Nee, er hat nur, also 165. Er hat mir aber, glaube ich, jetzt nur die 165 gegeben. Er hat jetzt nichts anderes gegeben. Sauerei. Er hat gar nicht so toll bezahlt, wie er gesagt hat. Schwein, du. Tja. Dann gehen wir bei ihm nochmal schnell ab hier. Great. I'll work on getting the anvil already. Keine Ahnung, was Anvil ist. I'll have it working by tomorrow. Okay, also er möchte morgen irgendwas fertig haben, was er dann gebaut hat. If you find any geodes in caves. Ich weiß nicht, Geoden. Ach, das sind, glaube ich, die Dinger, die wir auch so schon mal bekommen haben aus einer Truhe oder so. Bring them to me and I'll open them for you. Oh, vielleicht auch doch nicht. Or you can use my anvil to break them open yourself. Ah, also wir können Geoden, nehme ich mal an, in den Käfigen finden und wir können die dann zu ihm bringen und er öffnet die oder bis morgen warten, dann kriegen wir von ihm einen. Keine Ahnung, was das ist. Von ihm kriegen wir dann irgendwas, womit wir das dann machen können. Ach, das ist der Schmied. Das ist der Neue. Ja, cool. Er bedankt sich dafür, dass ich dieses Gebäude gebaut habe. As things I can teach you how to craft. Ah, als Dank kann er mir beibringen, wie man eine Workbench, also eine, ja, wie nennt das? Werkbank machen, also herstellen kann. Come back when you have 40 Wood. Ich glaube. Ah, nee, die habe ich nicht mehr, ne? Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Nee, ich habe nur noch 15. Okay, schade. Ja, dann müssen wir das leider morgen machen, weil ich habe jetzt auch keine Energie mehr, irgendwas anderes zu machen. Aber ich würde trotzdem gerne noch den einen finden. Ist das der hier? Abby? Nee, der hat nur eine neue Quest für mich, oder? Did you know that you can improve the quality of your soil with some. Okay, er fragt mich, ob ich wusste, dass ich die Qualität von meinem Soil verbessern kann. I can teach you how to make some if you'd like. Also, er könnte es mir beibringen, wenn ich ihm 10 Scheißhaufen gebe. Und 20 Holz. Okay, die habe ich jetzt natürlich leider nicht dabei. Also die 20, nee, okay, die 20 Holz hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Das ist wieder diese komische Chest, die wir hier nicht finden, glaube ich, ne? Da oben ist auch noch einer. Die holen. Ja, doch, die können wir. Oh, da unten ist noch ein neuer, glaube ich. Moment, ich muss mal eben hier oben die Chest holen. Eine Sekunde, ich komme sofort zu dir. So, die haben wir auch noch nicht. Zack. Hello again. Obwohl, ich kenne ich, glaube ich, gar nicht. Doch, Moment, Charlie. Ah. The town folks and I would love to request items. Also, die Leute hier in der Stadt und er würden gerne wohl Aufträge geben, so wie ich das verstehe. Go talk to Frank at the Construction Shop. Also, das ist der hier rechts neben uns. Der Frank. Da sollen wir hingehen und and see if you can build a Bulletin Board. Was ist ein Bulletin Board? Where you can take Quest from the town. Ah, okay. Also ich soll ein spezielles Board anfertigen oder er kann das für mich machen, das weiß ich noch nicht so genau, wo ich dann die Aufträge annehmen kann hier für die Leute. Gucke mal. Ah, nee, dich kenne ich, glaube ich, schon. Ne? Du warst letztes Mal auch schon da. Hi, Frank. So, wir haben leider erst 2,8. Ja gut, wir haben jetzt natürlich nichts verkauft. Das würde ich schon gerne als nächstes kaufen, damit wir dann auch in der Mine mal was holen können. Wir können sogar einen Shop auf Level 3 bringen. Das wäre für uns natürlich richtig geil, weil wir dann mehr dahinstellen könnten. Ich schätze mal, jedes Level heißt dann eine Bank mehr, so wie ich das hier sehe. Ganz ehrlich, dann würde ich schon gerne auf die 5.000 sparen. Weed Farmer ist natürlich auch in New Building in Town. Na gut, in Town. Das heißt aber, das wäre dann nur hier in der Stadt. Da könnte ich wahrscheinlich auch nichts abpflanzen oder so. Ah, und da könnte ich dann meinen Hühnerstall verbessern mit 4.000. Das werde ich wahrscheinlich. A new building to bring a flower merchant. Ach so, to town, schade.
Aber da kommen natürlich dann auch wieder neue Leute. Oh, man kann so viel schöne Sachen hier machen, ganz ehrlich. Ein Kostümshop, ja gut, der wäre jetzt für mich zweitrangig erstmal. Ein Fischerei, also ein Angler quasi. Na, wie nennt sich das? Ein Fischer, ja. Aber alles halt in der Stadt. Changes on your, okay. Boah, 50.000 müssen wir zusammengespart haben und ich glaube sogar noch entsprechend den Blueprint. Nee, das würden wir wahrscheinlich dazu kriegen. Um dann, aber dann würden wir auch 5.000 nochmal ins Inventar dazu bekommen. Das wäre natürlich mega geil. An inn where you can enjoy a nice meal. Also sowas wie eine Bar. Ist die Frage, ob die jetzt für mich ist oder ob die jetzt für die Stadt ist. Assigned to send an assistance request installed right behind. Ah, da muss ich aber 10.000 für sparen. Das ist auch richtig, richtig viel. Dann könnte ich mir wohl so einen Assistenten-Shop machen. Und für 12.500 kommt dieser Blueprint. Den haben wir auch schon mal gesehen. Ja, also ich würde natürlich mit dem Kleinsten jetzt eigentlich anfangen. Wobei die 4.000 für die Hühnerfarm natürlich auch nicht schlecht. Nee, nicht mit dem Kleinsten. Ich würde auf die 5.000 sparen. Weil ich schon gerne den Shop vergrößern würde, damit ich dann natürlich auch viel mehr dahinstellen kann, um mehr zu verkaufen. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob ich mehr verkaufen kann. Aber wenn ich viele Blumen einsammle oder so, ja, dann muss ich natürlich automatisch, würde ich dann mehr verkaufen. Das andere wäre, ja, für die Mine ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich da Sachen aus der Mine jetzt schon brauche. Deswegen, ja. Ach so, nee, da ist ja jetzt das Gleiche. Ja, gut, dann mache ich mich mal so langsam, aber. Wo komme ich denn jetzt hier aus? Langsam, aber sicher mal auf und gehe nach Hause. Ah, das war diese eine, ne? Komme ich da noch hin? Ich glaube, ein bisschen Platz habe ich hier noch, aber die ist links von mir. Nee, oder? Doch, das ist doch die hier. Oh, okay, ein Bauarbeiterhelm. Auch nicht schlecht. Gut, den nehmen wir natürlich noch eben mit. Habe ich mit dir schon gesprochen? Nee, ich glaube nicht, oder? Hallo, Jenna. Did you know? Ach so, you can make lemonade. Ach so, ja, das wissen wir ja. Mit der haben wir doch schon gesprochen wegen der Limonade. Wenn ich ihm fünf Limonen mitbringe. Nee, ich kann von ihm fünf Limonen bekommen. Nee. Wenn ich ihm fünf Limonen gebe, dann zeigt er mir, wie man Limonade macht. Ich weiß doch, wie man Limonade macht. Ja. Es ist halt auch eine Quest, ne? Das ist jetzt blöd. Dann kann ich keine Limonade machen, die ich verkaufen kann. Das ist, naja. Warte mal. Der hat doch wieder ein Ausrufezeichen da oben drauf. Kann ich da nochmal mit ihm sprechen? Hey, I can different build a bullet. Ach so, wegen diesem Bullet Board da in Town. But am lacking the resources. 20 Wood wieder. Ja, also 20 Wölfe, wollte ich gerade sagen. 20 Holz. Dann kann er mir eins machen oder zeigen, weiß ich nicht, mit dieses Board. Did you know with search and building upgrades you get bonus rewards? Okay, also wenn ich Upgrades mache oder bestimmte Upgrades mache, dann kriege ich wohl Bonuspunkte. For example, if you upgrade your shop size, you will get. Ach so, plus 5 Energy. Ja, klar, wenn ich meine Shopgröße nochmal vergrößere, dann bekomme ich nochmal 5 plus von der Energie. Also kann dann ein bisschen länger auch sammeln. You can place orders for Upgrades on my table. Ja, das ist mir klar. Also hier kann ich natürlich die Upgrades machen. Mit meiner Hilfe we'll be able to find Florence up bringing in new merchants. Ja, also mit seiner Hilfe können wir halt hier alles verbessern. You can place an order anytime. Ja, das ist auch alles klar. Okay. Gut, weil wir halten uns hier nämlich gerade schon wieder viel, viel, viel zu lange auf. Hier ist immer noch eine. Hallo, lauf. Ach, das ist wieder irgendwie eine, die dahinter drin ist. Kann natürlich sein, dass das so ein Käfig ist oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wie viel brauchten wir jetzt nochmal hier für die jeweils 5.000? Okay, ja gut, dann müssen wir das definitiv später machen. Oh, jetzt haben wir schon 22 Uhr. Wir überziehen hier voll die Zeit. Ich sehe gerade da hinten auch noch was.
sind das denn für Blumen, für Pflanzen? Ich weiß aber nicht, ob ich darüber schwimmen könnte. Weil so richtig gute Ausdauer in dem Sinne habe ich ja auch nicht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen dann mal gucken, dass wir erstmal ein bisschen farmen gehen, weil wir doch sehr, sehr viel haben. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal so eine Offline-Runde, wo ich dann wirklich farmen gehe, vielleicht auch nochmal was verkaufe, müsste ich dann mal gucken. Und ja, mit ein bisschen Glück kriege ich das vielleicht alles in einer Runde hin. Und ich beende hier schon mal, während ich rede. Mit ein bisschen Glück kriege ich das vielleicht alles in einer Runde hin. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Vielleicht brauche ich auch 2 Tage, damit ich ein bisschen mehr gefarmt habe. Ich möchte auch, wie gesagt, die 5000 halt zusammenbekommen. Das muss ich ja auch noch. Ich muss die Sachen herstellen, natürlich für die Leute, dass wir die abgeben können und die 5000 zusammensparen, dass ich meinen Shop noch mal ein bisschen vergrößern kann. Und ja, das machen wir dann natürlich gemeinsam. Beziehungsweise die Shop-Vergrößerung mache ich dann eventuell offline noch, dass ich dann einen Tag schlafen kann und wir dann direkt die Shop-Vergrößerung sehen. Wobei die ja nicht viel anders aussieht als jetzt, nur halt mit einem Tisch mehr. Ja, es war eine extrem lange Folge heute. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben auch sehr, sehr viel gemacht. Ich fasse mich auch wirklich kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.